Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergefreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, nachdem wir uns also in der letzten Aufnahmesession wohl für die Prinzipien entschieden haben, einfach weil, ja, Huana kam mir vor wie das gute Ending, sage ich jetzt einfach mal, die gute Entscheidung. Sowohl die Valianer als auch die Königliche Todesfeuergesellschaft kamen mir eher wie die schlechten Varianten vor. Weil die Valianer wollten, dass wir ein Pulverhaus in die Luft jagen und die Todesfeuergesellschaft wollte, dass wir die Königin töten, also Onikasa. Deswegen habe ich mich für die Prinzipien entschieden, weil die kommen mir wie so die neutrale Mitte vor, auch wenn sie die Piraten sind. Aber so wie es aussieht, hat Eldis, für die wir uns ja entschieden haben, nachdem wir Forante jetzt ja an den Strick gebracht haben, ein bisschen unschön. Hat Eldis keinen so großen Drang, Ukaizo zu erobern? Und auch keinen, sich mit den anderen hier anzulegen. Also richtig anzulegen, sondern nur auf ihre Art halt anzulegen. Schiffe überfallen, plündern, brandschatzen. Hoffentlich nicht zu viel morden. Weil wir haben ja jetzt auch die Sache mit Forante eher elegant gelöst als mit einem großen Blutbad. Und bis jetzt haben wir ja auch keine der Erfolge hier zu vermerken gehabt. Also Questreihe der Huana abschließen, Questreihe der Principi abschließen, Questreihe der König Tosvor-Gesellschaft abschließen, Questreihe der Valianischen Handelsgesellschaft abschließen, ja. Mal gucken, wann wir dann für die Principi den Abschluss kriegen. Ich habe auch noch keine montierte Mannschaft gehabt. Ja, aber alles andere haben wir ziemlich gut abgearbeitet, außer jetzt die Sachen vom letzten DLC. Da waren wir nämlich noch nicht. Ja, dafür haben wir die des Weißen Nichts geschafft. Und die vom Schmelztiegel. Wir haben sogar alle Mächte als den gebundenen Gegenstand freigeschalten. Oh, Eldis hat die Tür zu. So. I Ja, der Captain reibt sich die Lippen, als du hereintrittst. Would have liked to see Ferrante hanging myself. I can imagine it well enough, though. Ich hätte Forante selbst gern hängen sehen. Ich kann es mir allerdings auch so recht gut For vorstellen. your loyalty, I'd like you to have Scorideo's edge. It's been a good sword to me. I know you'll put it to good use. Hopefully by killing more of my enemies. Hoffentlich eher nicht. Für deine Taten möchte ich dir Scoredos Klinge überreichen. Das war mir immer ein gutes Schwert. Ich weiß, du wirst es sinnvoll nutzen. Hoffentlich dazu noch mehr meiner Feinde umzubringen. I'll be taking command of the Principi now. I'm calling a meeting of the council at Dunwich. Ich werde jetzt die Führung über die Prinzipien übernehmen. Ich werde eine Sitzung des Konzils von Stauholz einberufen. Ja, Scoredos Kante ist ein Säbel, aber kein ziemlich sonderlich guter, jedenfalls nicht mit dem Upgrade-Grad. Sail with me to Dunwich, lovesome. I'd like to have you at my side when I bloody the place. Begleite mich nach Stauholz, Schätzchen. Ich hätte dich gerne an meiner Seite, wenn ich dort das Blutvergießen beginne. Ich werde mit deiner Flotte nach Stauholz segeln. Arriving with the full protection of my fleet is the best call. We're off then. Es ist die beste Lösung, dort mit dem vollen Schuss bei der Flotte einzutreffen. Machen wir uns also auf den Weg. Dann werden wir jetzt gleich mal sehen, was da wieder abgeht. Was Eldis da treiben wird.
Nachtrag hinzugefügt. Der Aufkommen des Sturm. Neue Quest hinzugefügt. Der Tanz mit dem Tod. Wenn ich dem Prinzip helfe, mit Lucia Rivam fertig zu werden und sich ihr Schiff, die fliegende Henker, unter den Nagel zu reißen, werden sie eine Allianz mit mir bilden und mir helfen, um Kaiser zu erreichen. Mhm. Ja. Das wäre dann Tanz mit dem Tod. Können wir mal kurz die abgeschlossenen. Das wäre nämlich... Ich konnte Hinweise dafür finden, dass Forante mit den Sklaventreibern unter eine Decke steckt. Ein Verbrechen, das die Prinzipien mit der Todesstrafe ahnden. Mit Hilfe dieses Wissens konnte ich die Prinzipien davon überzeugen, Forante anstelle von Altes hinrichten zu lassen. Ich habe mich auf beide Weise um Forante gekümmert. Der alte Anführer des Konzils hat keinen Einfluss mehr auf die Prinzipien. Sobald ich hier die Situation schildere, wird Eldis die Führung übernehmen. Mhm. Ja. Ach, das ist immer noch ein Tanz mit dem Tod. Nee, halt. Tanz mit dem Tod ist das jetzt richtig. Ah, das Questlog nur geflunkert. Eldis bat mich, sie in Stauholz zu treffen und woraus sie die Jagd auf Lucia Rivans Geisterschiff, den fliegenden Henker, planen will. Wenn ich einen Weg finden will, mit Hilfe meiner Prinzipienverbündeten nach Hokkaido zu gelangen, dann muss ich mich mit ihrem Anführer in Stauholz treffen. Es wird Zeit, sich Rivans fliegenden Henker zu stellen. Dem von Ferus. Ja, vielleicht kann ich mir jetzt dann in der Kataka in der Gruft die Keule schnorren. So. Oh, du bist doch ein bisschen besser als gedacht. Aber du bist nur hervorragend, nicht legendär. Hä? Oh. Pohokoas Auge, könnte ich dich einfach so legendär machen? Kann ich das auch mit anderen Waffen? Okay, dich kann ich nicht mehr verzaubern. Du bist schon legendär. Xoti? Warum ist Xoti eigentlich ganz hinten? Die sollte eigentlich hier sein. Weil ich mal wieder vergessen habe, die Sachen richtig einzustellen. Ja, das stimmt so. Also, Xoti, deine... Hier könnte ich auch legendär machen. Hm. Könnte auch eine von deinen Knarren legendär... Achso, du bist schon... Die ist schon legendär. Elementarschuss Feuer... Mit einer Chance Brandschatten zurückzustoßen, zu versteinern. Ja, da kriegen Feuer auch am besten. Obwohl, Kraft klingt am besten. So. Die Knarre, stummer Schuss, gewährt. Ach, Sturmhohlschuss. Geladenes Feld. Schild mit der schwersten Teil leider die Distrikt und verringerte Genauigkeit und Aktionsgeschwindigkeit. Ne, die sind beide nicht so gut. Und ja, ich könnte seine Pistole, seine zweite legendär machen. Aber Xotis Sichel legendär machen ist wahrscheinlich klüger. Auch wenn Xoti mal wirklich eine neue Rüstung bräuchte. Ja, genau, die Platte des Wächters. Rüstung des Wechselbalks? Das sieht etwas komisch aus. Schwärzter Plattenpanzer, Spinnenseidenrobe. Ja, die sieht doch nicht schlecht aus. Deine Gaungewänder kannst du aber trotzdem behalten. Weil die ist schon legendär.
Wir können da noch was dran ändern. Ja gut, die beiden können wir nicht. Immunität zu Giftangriffen, das ist toll. Gewährt fesselndes Netz. Alle Giftkraftstufen. Na, da sie keine hat, brauchen wir das nicht. Naja, aber das hier wäre nicht schlecht. Und fesselndes Netz, ja, von mir aus. So, dadurch hat Xoti jetzt nicht gerade unbedingt viel mehr Rüstung. Nämlich immer noch nur 7. Dafür hat sie eine höhere geringere Erholungszeit, nämlich von 0. Außer natürlich die Laterne macht noch Erholungszeit, sieht aber nicht danach aus. Ist ja ein kleiner Schild. Und sie hat die Boni, die durch den, die durch die Robe kommen. So, ab in den Freudenfeuerleuchtturm. Ich glaube, hätte ich mich den Huada geschlossen, hätte ich wahrscheinlich auch nochmal eine Quest von Königin Onikaza gekriegt vorher. Welcome to Balefire Beacon, Captain. Have you a moment? I'd like to fill you in on our next course of action. Erstmal würde ich gerne wissen, wer den Stuhl besetzen wird. Oder den Stuhl wenigstens. Das müsste nämlich Benvens Stuhl sein. Alle anderen Stühle sind ja, so wie es aussieht, besetzt. Also, bei jedem Stuhl steht jemand. Willkommen beim Freudenfeuerleuchtturm, Kapitän. Hast du mal einen Moment? Ich würde gerne unsere nächsten Schritte mit dir besprechen. Everything we thought was important has changed. If a god is going to kill us all, if he's headed to Ukaizo, I say we beat him there. Also, was wir für wichtig hielten, hat sich geändert. Wenn ein Gott uns alle töten wird, wenn er nach Ukaizo geht, dann sollten wir vor ihm dort sein, sage ich. Either it'll save us. Or we'll have a hell of a view to Aeora's end. What say you? Entweder wird uns das alles retten, oder wir werden einen höllisch guten Ausblick auf Aeoras Ende haben. Was sagst du? The Consuelo is united behind Aldis. Our fleets will join in the journey to Ukaizo, with the fabled floating hangman at the helm. Das Consulago steht vereint hinter Aldis. Unsere Flotten werden mit ihr nach Ukaizo reisen, mit dem sagenumwobenen fliegenden Henker an der Spitze. Ja, du sorgst dich um die Regierung, ich mache mir Gedanken um den Rest. Sprich weiter. Ich schätze, du hast einen guten Grund für die Annahme, dass wir ein Geisterschiff nicht nur erobern, sondern auch tatsächlich segeln können? Sind wir mal so skeptisch? Ich hätte es zunächst auch für eine abwegige Idee. Sie nickt und kratzt die Unterseite ihres Kinns. Ferrante had planned to use the galleon. It has the ability to manipulate the winds and seas. It could part Ukaizo's storms, allowing us to sail through. Ferrante hatte Pläne, die Galeone einzusetzen. Sie kann die Winde und die Meere beeinflussen. Sie könnte Ukaizos Stürme teilen, damit wir durchsegeln können. I guessed his aims well enough through his interest in the Galleon's history. But it was thanks to your findings in Isaiah's tomb that I knew what to look for. Aufgrund seines Interesses für die Geschichte der Galeone fiel es mir nicht schwer, seine Absichten zu erraten. Aber erst dank deiner Funde in Iseris Grab wusste ich, wonach ich zu suchen hatte. It's Lucia's lost sword that's key. She took an undying oath to protect the Engoliero d'Or spears for the Odarkotsi line. If you speak the oath before the sword, the seal on its scabbard will release, drawing Lucia and the galleon to you. Lucias verlorenes Schwert ist der Schlüssel. Sie hat einen unsterblichen Eid geschworen, den Engoliero d'Or spears für die Darkosi zu beschützen. Darkosi-Familie, Nachfahre der königlichen Familie von Groß Vailia, ja. Wenn du den Eid vor dem Schwert aufsagst, löst sich das Siegel auf seiner Scheide und Lucia und die Galeone werden zu dir gerufen. Iogure de protegere, mat paladina med Darkozzi, e ure ioste regle, me oreria Darkozzis ere.
Gure cui luretto bon aimo iba feta, e pore pere cue maudisennas fiace, mi convorande.